Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Wir sind zurück mit Deutschland im Jahr 1933, vordermals known as Austria-Hungary. Wir sind nach unserer letzten Aktion wieder etwas infamous, aber bald nicht mehr. Das heißt, unser Influence-Problem hat sich bald von alleine gelöst. Deswegen werden wir da auch nicht wirklich was ändern. Weil sonst, ich weiß eh nicht mehr, wem ich was dann gebe. Ja. 12 Nachrichten. States in Turmoil. Nur 13. Das ist eigentlich extrem wenig für meine Verhältnisse. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage nicht gespielt. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was rund um mich passiert. Oh. Wir haben schon wieder Unused Production. Unfassbar. Wir produzieren so schnell mittlerweile. Und wir haben so ein Rieseneinkommen. Ist vollkommen egal, wir können jeden Bankrollen und haben trotzdem ein Rieseneinkommen. Okay, machen wir mal Pause und holen wir uns ein paar neue Sachen rein. Schauen wir mal, was wir am Markt haben. Wir haben Services. Grain ist sehr billig bei uns, was sehr, sehr gut ist. Wut können wir nicht mehr wirklich verbilligen. Ich glaube, wir können keine Holzfäller-Camps mehr bauen. Fische glaube ich auch nicht mehr. Elektrizität ist erstaunlich günstig, obwohl wir 14.000 Einheiten brauchen und auch Groceries. Ich meine, es macht Sinn, da mehr zu machen. Wir bauen zwar schon Powerplants, aber für die, wie heißt's? Automatisierung brauchen wir Unmengen von denen. So, wie war das mit Steuerung? Kriegen wir 10 dazu, gell? Mhm. Machen wir da mal 20 dazu. Dann machen wir 10 dazu. Dann machen wir auch 10 dazu. Mit Shift waren es, glaube ich, nur 5. Ja. Dann machen wir 10 dazu. Okay. Dann machen wir das. Wieder 20 da dazu, auch 20 dazu und da. Wir müssen unsere Bevölkerung ernähren. Machen wir da auch noch 10 dazu und da auch noch 10 dazu. Bauern haben wir praktisch nirgends mehr und Arbeitslose, das ist ein bisschen ärgerlich. So, dann fehlen uns Kapazitäten wieder beim, ja, Öl wäre super. Kann man da was ausbauen? Nein, natürlich nicht. Hardwood, ja, ich meine, wir können natürlich die letzten Logging Camps auch noch bauen. Da haben wir noch 2 zum Bauen. Aber da haben wir keine Leute mehr. Es ist schön, dass wir die haben, aber gibt's nicht mehr. Das Einzige, was wir machen können, ist sie effektiver machen. Aber selbst das bringt nichts, weil die Effektivität erhöht nicht den Hardwood-Bereich, sondern den Wood-Bereich. Das heißt, das bringt dort gar nichts. Schauen wir uns mal an. Well, weil, schauen wir mal, wo ist denn das? Da bei den Logging Camps können wir zwar das da produktiver machen auf Electric Sawmills, aber das macht nur mehr Wood und nicht mehr Hardwood, wenn wir das machen. Da die Chainsaws macht. Ach, das braucht Öl. Ach nein, das braucht keinen Fall. Und was wir überall haben sollten, wäre ein Steam Dunk. Wenn es überall Steam-Dunk ist. Weil wir können uns das Öl nicht leisten. Das geht nicht. Wir haben zu wenig Öl. Und wir können es auch nicht importieren, weil kein anderer in diesem großen Maßstab produziert wie wir. Das heißt, das Einzige, was wir rein theoretisch machen könnten, wäre Länder, die Ölkapazität haben, zu erobern. Nicht einmal Puppeten würde was bringen, weil Puppeten bringt deswegen nichts, weil wir dort nichts produzieren können oder nichts fördern können.
Wir werden versuchen, einfach alles wie möglich zu machen, weil uns einfach die Arbeit da ausgehen, überall. Und mit effektiv wie möglich meine ich. Meine ich CC. Alles auf extrem. Da gibt es keine gleichen Behandlungen mehr. Da gibt es was. Refrigerated Railcars. Das machen wir doch glatt. Ich meine, das ist eh recht billig bei uns. Das kostet nur mehr Transportation und nicht mehr Elektrizität, als wir eh schon haben. Da haben wir Traktoren. Ah, die kosten halt nichts. Compression Ignition Tractors. Das kostet halt so viel Öl und Öl haben wir halt nicht. Nur Tractors. Was will das bringen? Weniger Tools, mehr Engines, mehr Co. Oh, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich dachte, wir brauchen für Tractors auch Öl. Denkst du? Engines müssen wir dann halt bauen. Aber es bringt. Oh ja, es bringt schon was. Laborers minus 340k. Das ist doch gut, wenn wir Laborers verlieren. Dadurch wird das Ganze billiger. Und diese 340.000 können wir dann in Fabriken einsetzen. Das ist perfekt. Gerade 340.000 Menschen an die frische Luft gesetzt, damit sie sich endlich weiterentwickeln und woanders arbeiten. So, können wir da noch irgendwas verbessern? Da, Automatic Power Looms, das kostet nur Elektrizität. Das machen wir. Und setzt auch 380.000 Menschen frei. Check. Assembly Lines, das Problem ist, das braucht auch Öl. Öl kann man in Wirklichkeit vergessen. Aber die Rotary Valves, da wird man weniger Öl verbrauchen, wenn wir das nehmen. Mehr Tools, das ist uns wurscht. Mehr Kohle, das ist uns auch egal. Weniger Elektrizität in dem Fall. Und wir würden 830.000 Arbeiter freisetzen. Oh, perfekt. Okay, schauen wir mal, was das für einen Effekt auf unsere Ökonomie hat. Unsere Radikalen werden wahrscheinlich sprungartig steigen dadurch. Jetzt du viele Leute an die Luft setzen. Ah, so sprungartig ist es auch nicht. Aber immerhin ist es ein Ding. So, schauen wir mal. Market, was haben wir noch? Schwefel. Schauen wir mal, ob wir noch Schwefel irgendwo herstellen können. Jo, gibt's noch. Wenn wir da 5000. 5. Ah, wenn wir bei beiden 10 was so. Gummi kann man nicht mehr erweitern. Kein Gummi mehr. Das ist so wie Öl. Gummi muss man vorsichtig sein, wenn man jetzt irgendwas erweitern. Eisen kann man aber sicher noch erweitern. So, und dann wollen wir Eisenbahnen. Machen wir als nächstes mal Eisenbahnen. Warte mal, wie machen wir das am besten? Über das. Jetzt wir nämlich auch gleich, wo wir welche brauchen. Ah, da werden eh schon welche gebaut. Gut. Aber da werden zum Beispiel keine gebaut. Ah, da brauchen wir 71% mit Zugang zum Markt. Da brauchen wir auf jeden Fall nicht. Und dann noch 64%.
60%, auf jeden Fall auch noch ein paar mehr. Hessen haben einen 85%igen Zugang, da brauchen wir auch welche. 64, da haben wir gleich 5 dazu, da auch 5 dazu, noch zusätzlich. So, dann schauen wir mal, wie schaut es da unten aus? In Wirklichkeit machen wir gerade nur... Da oben haben wir auch noch was. Warte, wo war das? Saratov? Nein, das ist in Russland. Das interessiert uns nicht. Ja, da kann ich leider nichts bauen. Das würde ich ganz gerne für Next bauen, aber denkst du? Ah, und wir sind wieder... Wir sind wieder die Guten. So, was ist das? Interessiert mich das? Geledi. Oh, das ist da unten. Da könnten wir eigentlich sagen, wir sind grundsätzlich daran interessiert, bietet uns. Ich meine, das ist jetzt kein Riesenmarkt, aber wenn wir es gratis kriegen, eine Obligation, dann nehmen wir es schon. Gratis Obligations nehmen wir immer. Welche Obligations haben wir derzeit? Sachsen Meiningen. Oh. Das ist cool. Heißt das, wir könnten die in unsere Customs Union aufnehmen? Oh nein, die sind schon in unserer Customs Union. Defensive Pact haben die auch. Protektorat haben sie aber noch nicht. Wenn wir die Obligation usen. Ah, das ist aber wieder 5,5 hinter mir. Das heißt, sie sind dann wieder da im Minus. Naja, aber wir verlieren den Defensive Pact und die Customs Union hier. Wer hat die Customs Union gebroken? So, noch ein Protektorat. Das spart uns tatsächlich insgesamt hier Influence. Weil das Protektorat weniger wert ist und sind weiterhin in unserer Customs Union. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus der Customs Union rausgehen, ist auch geringer. Wisst ihr was, Papst? Du kannst mich mal. Ja, ganz ehrlich. Einmal Plus, einmal Minus. Ich habe keine Ahnung, was du willst. Achso, Entschuldigung, wir sollten die Pause weglassen. Wir sollten einfach weiterlaufen lassen, weil es läuft eh so langsam bei mir. In Wirklichkeit brauche ich die Pause eh nie wieder drücken hier. Also, ob wir sollten in einen Krieg kommen oder so. Oh, Elections. So, warte mal, was haben wir? Free-Minded People's Party hat 50%. Die Sozialisten 40%, die Nazis 6% und die Konservativen 1,5%. Ich meine, irgendein Problem muss das System haben, weil... Oh, die Katholiken sind aus dem... Oh, wir sind nicht mehr legitimate. Egal, was wir machen... Wir haben immer ein unacceptable government. Warum ist es nicht möglich, die Free-Minded People's Party zum Parlament zu machen? Wir könnten eine stabilere Regierung mit den Konservativen machen, die 1,4% bei den Wahlen hatten, als wenn wir die Free-Minded People's Party reingeben. Wieso ist das so? Wie kann das sein, dass die... keine Legitimacy haben. Sagt mir das bitte jemand?
die können aus der Opposition mehr machen als die in der als in der Regierung. Finde ich rather strange. Ja, dann lassen wir die Länder und das einfach drinnen. Ja. Franz Josef ist mittlerweile 103 Jahre alt. Finde ich gut. Ich glaube, das Spiel buggt in dieser Beziehung ziemlich, wie wir ja schon festgestellt haben. Also da sind einige Probleme noch, die ein bisschen problematisch sind. Sagen wir es mal so. Egal. Die Konservativen bleiben an der Macht und können ihre Dings ihre ihre Ämter vergeben an alle möglichen Sachen. So, schauen wir mal. Enact Workers Protections, Wage Subsidies. Eigentlich alle nicht sonderlich radikal. Das heißt, da wird nicht viel passieren in den nächsten Monaten. So, wie lange sind wir jetzt in Famous? Nicht allzu lang. Mal ein Jahr. Wir sind auf 25 und wir verlieren im Jahr 5. Das heißt, wir sind binnen kürzester Zeit wieder draußen aus dem Bereich. Und in Wirklichkeit, wenn wir uns ehrlich sind, kann es uns relativ egal sein. In Wirklichkeit sind wir so stark, wir könnten unsere Infamie auch unendlich steigern. Das würde einen Unterschied machen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist bis 1936 spielen, damit wir das Achievement haben, weil das haben wir definitiv. Wir schaffen nur ein halbes Jahr, weil das so langsam läuft. Und dazwischen bauen wir einfach neue Sachen. So, wir haben die Sachen ausgebaut. Wir könnten da noch eine Fabrik bauen. Machen wir in Württemberg und Schleswig-Holstein und Sachsen. Und hier ist Preußen. Machen wir 20 hin. Tools sind auch auf 8%, da brauchen wir auch wieder neue. Württemberg, Istrien. Drei hier. Fünf hier. Bleiminen. Können wir da noch welche bauen? Nicht wirklich. Machen wir nochmal 5 hier. Oder 10 hier. Weiß nicht. 1000 Leuten, aber wir haben ja relativ effektive Bleiminen mittlerweile. Oder überhaupt Minen mittlerweile. So. Luxusgüter. Naja, das ist halt wirklich Luxus. Da kann man jetzt nicht viel machen, ja. Wir können keine Teeplantagen mehr in unseren Kolonien bauen. Ich finde das nicht richtig. Auch nicht. Oh ja. In Deutsch-Panama. Na gut. Da gibt es zwar keine Leute, aber vielleicht gehen die aus dem Panama-Kanal raus. Weiß ich. Oh, wir haben ja auch eine Rubber Plantation.
Okay, wir haben hier definitiv zu wenig Leute. So, Österreich. Wir haben unemployed. 1000 Leute sind unemployed. Aber wir haben hier Firmen und Orte, anstellen können. Warte mal, jetzt sind 138.000 unemployed. Vorher waren es 1000 und jetzt sind es 180, 140.000. Wie kann das sein? Sind jetzt so viele Leute plötzlich zugewandert? Woher kommen die plötzlich? Werden die Leute rausgeworfen und dann gleich wieder angestellt? Wo ist Jubu? Japanese Donate. Oh, weiter Konflikt. Kiva gegen Revolutionary Kiva. Das muss irgendwo da sein. Also muss ich, müssen sich die Russen drum kümmern. Das ist in ihrem Backyard. Da machen wir gleich Neutrality. Schaut nach USA aus gegen Radical Liberia. Da helfen wir können nicht. Radical Liberia helfen. Warum? Weil wir einen Truce mit den Vereinigten Staaten haben. Tut mir leid, Liberien, ich hätte dir gerne geholfen, aber das wird nichts mehr. Das wird nichts werden. Oil Rush Subsidies. With the groundwork of the Basra Oil Industry complete, here and promises waning. Okay. Hauptsache alle Oil Rigs sind besetzt. Ja. Ja, Öl ist so teuer. Warte mal. Im Oman gibt es keine, in Ägypten gibt es keine. Da könnte man natürlich versuchen zu erobern. Meine, es ist nicht viel, aber doch. Das wäre nur eine Kolonie, also so gesehen. Eine Konkret. Hey, wir müssten gegen Sardinien kämpfen, vielleicht. Mit Russland vielleicht. Seit wir in den Krieg einsteigen. Nee, für ein paar Felder mache ich das auch nicht. Wie viele Ölmöglichkeiten haben wir? 13 Ölfelder immerhin. Aber wie viele Leute arbeiten dort? Können wir überhaupt alle besetzen? Ich meine, wir müssten da dieses abreißen wahrscheinlich. Ah, den Livestock Ranch. Abreißen. Soll sich schon ausgehen. Die Leute sollen Dings, die Leute sollen von uns. Das müsste man auch erobern auf jeden Fall, weil sonst hätte man keinen gescheiten Zugang. Haben die dort einen Port? Nein, natürlich nicht. Das können wir auch erobern. Wir könnten eigentlich alle drei erobern in Wirklichkeit. Da haben wir auf jeden Fall Ports, das heißt, wir sind mit uns am Land. War da irgendwas Sinnvolles auch drinnen? Ja, einen sinnvollen
Rohstoffe. Na, Öl hätten wir halt. Aber Öl ist immerhin Öl. Ja, oder wir lassen es einfach und beenden das Spiel. Weil, wie schon gesagt, noch einen Riesenkrieg gegen Russland. Boah. Die sind eh so nervig. Echt? Frankreich hat sich uns gerivalt. Ja. Schauen wir mal, ob wir noch Zeug kaufen können. Können wir Zucker kaufen? Kaufen wir zu den Briten. Aus Haiti. Ich meine, das ist natürlich alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, so viel wie wir brauchen. Aber wir haben eh genügend Bürokratie und wir haben auch genügend Schippernackeln, also so gesehen können wir das auch machen. Ah, von El Salvador. Nein, in Frankreich wollte ich keine kaufen. Depp. El Salvador, das wäre es gewesen. Funktioniert auch. Passt. So, können wir es einkaufen? Nein. Nehmen wir das aus Afrika. Argentinien. Und vom Peru holen wir uns auch noch was. Und das war's. Wir haben 1100 Gemälde zu wenig. Kaffee. Nicaragua. Tito. Passt. Porzellan. Ist ja keinen großen Anbieter für Porzellan. Gott. Luxuskleidung. Wir kaufen alles auf. Wir kaufen den ganzen Weltmarkt leer. Tee. Ah, das war auch mit denen versuchen wir gerade gut zu werden. Von den Briten, wieder aus Haiti. Aus Honduras und Bolivien. Wieso nicht? Achso, das sind negativ. Na gut. Wurscht. Radios. Okay. Keine Radios. Die produzieren in Wirklichkeit nur wir. Und wir produzieren schon wieder unter. okay. Warte mal, irgendwas konnten wir aber noch bauen, habe ich gesehen. Tabak könnten wir ausbauen noch. Basra hat die Möglichkeit. Ganz, ganz viel. Tabakplantagen. Super. Eigene. Ah, nein. Das gemeint, vielleicht noch neue. Oh, da haben wir jetzt ziemlich viele Arbeiter frei. Also die Maßnahmen, die wir getroffen haben, waren vielleicht.
Okay, aber den Rest mache ich jetzt in die Episode, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt zugeschaut. Oh. Und wir sehen uns bald wieder.